draußen, wie geht's euch? Also, heute gibt es ein Video mal aus meiner Küche und nicht aus meinem Zimmer. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Und zwar kommt heute mein Video zu der Hashtag Potter Week. Das heißt, in dieser Woche gibt es jeden Tag ein Video zu Harry Potter. Wie cool ist das denn? Und mein Video dreht sich heute um Harry Potter Muffins. Und ich dachte, das ist doch ein guter Snack für Halloween. Ich meine, Harry Potter und Halloween, das passt zusammen. Heute gibt es mein Video und das braucht ihr dazu. Das alles braucht ihr hier für die Muffins. Und zwar habe ich mir einmal eine Fertigpackung von Muffins ausgesucht. Und da würde ich euch raten, Zitronenmuffins zu nehmen. Dann einmal für diese Backmischung brauchen wir 2 Eier der Größe M. Dann einmal 125 ml Speiseöl. Ich würde euch immer Sonnenblumenöl empfehlen, weil Olivenöl einfach so einen starken Geschmack hat. Und dann einmal noch 100 ml Wasser. Dann für die Glasur brauchen wir auch nochmal 25 ml Wasser. Die ist auch hier drin enthalten. Und dann, um es zu verschönern, brauchen wir einmal Zuckerstifte, einmal einen Bunt, einmal einen Schwarz und Weiß und dann einmal, und zu guter Letzt noch die Schokostreusel. Und das solltet ihr möglichst hier drin in der Schüssel mischen, ich weiß nicht, wie man das sonst macht. Und zum Vermischen habe ich dann das hier, also, cool. Wir starten mal mit dem Muffinsteig und da haben wir schon mal die kleinen Förmchen und die Backmischung, wow. Und die Glasur. Die Glasur brauchen wir noch nicht. Und wir fangen einfach mal an, jetzt alles zusammen zu mischen. Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Okay, den Teig haben wir geschafft. Jetzt müssen wir uns diese Mini-Förmchen nehmen, die in unser Blech setzen und danach den Teig da drin verteilen. My heroes have the heart to lose their lives out on a limb. And all I remember is thinking I wanna be like them. Der Teig backt jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten bei einer Umlufttemperatur von 180 Grad. Und das heißt, dass wir jetzt warten müssen. Hello, it's me. Why you always lying, Lee? And die when I'm done. Baby, I'm crazy. Jetzt machen wir uns eine Glasur und dafür brauchen wir einmal dieses Pack, was da drin ist, dann 25 ml Wasser und den Löffel. Wenn ihr die Muffins selbst macht, dann könnt ihr die Glasur ganz einfach machen, indem ihr Puderzucker nehmt und den Puderzucker dann mit Zitronensaft einfach schön glatt rührt. It's a little dirty how the whole thing started. I don't even really know what you intended. Thought that you were cute and you can make me jealous. Poured it down, so I poured it down. Next thing that I know, I'm in a hotel with you. You were talking deep like it was mad love to you. You wanted my heart.
just poured it down, so I poured it down, and now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth, and I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind. Why I got you on my mind, yeah. Why I got you on my mind. 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 Now I was here, them talking, talking about a girl. My name, saying that I heard you, but I still. Das war mein Beitrag für die Hashtag Potter Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr einmal bei dem letzten Video und bei dem neuen Video vorbeischauen könntet. Also klickt hier ruhig drauf. Ich bin sicher, es würde euch interessieren, wenn ihr richtige Potterheads seid. Und das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes was weiß ich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!